Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. So, wir hatten uns die Menüs angesehen und vielleicht habt ihr euch gefragt, gibt es nicht auch so etwas wie eine Werkzeugleiste, also so schöne Knöpfe, wo man draufdrücken kann und dann hat man bestimmte Funktionen, die dort ausgeführt werden. Die so direkte gibt es die nicht, aber es gibt auf jeden Fall eine Alternative dazu oder eine Möglichkeit, das nachzuprogrammieren. Und das möchte ich euch diesmal zeigen mit Sachen, die wir eigentlich schon alle kennen. So, und ich gehe mal in mein Programm hinein und fange mal wieder ganz von vorne an. From Kinter import everything. Root ist gleich tk und zum Schluss root.mainloop. So, das Ganze erreiche ich dadurch, dass ich mir ein Frame definiere und das nenne ich jetzt mal tb für Toolbar. So, und wenn ich diese Frame auf den Bildschirm packe, dann mache ich das mit einem fill gleich x. Damit erreiche ich, dass das links und rechts abgeschlossen ist. Und jetzt kann ich mir verschiedene Buttons definieren. B1 ist gleich Button. Und das kommt dann alles in die Toolbar hinein. Ich sage, da gehörst du rein, da gehörst du hin, mein lieber Knopf. Und ich gebe dem jetzt einfach mal nur einen Text. Normalerweise macht man das ja mit Bildern, aber das möchte ich euch jetzt nicht mit langweilen, die ganzen Bilder reinzuladen. Das hatten wir ja auch schon. Ne? So, Text ist gleich B. Und B3 gleich am Button. Text ist gleich C. So. Und natürlich, klar, normalerweise kommt jetzt hier noch ein Command hin. Und das müsste man auch noch machen. Aber das möchte ich euch jetzt. Oder das könnt ihr euch auch selber vorstellen. So, b1.pack. Und jetzt gebe ich hier an als Seite left. Und das mache ich bei allen Knöpfen. So. Und dadurch verhindere ich, dass die Knöpfe untereinander dargestellt werden. Die liegen dann auch schön nebeneinander. Gut, so. Ist ein Programm, was jetzt wirklich nur zur Demonstration da ist, wie man es machen kann. So, und jetzt müsst ihr euch das Ganze vorstellen, dass hier unten drunter noch irgendwas liegt. Also ich könnte jetzt einfach mal zur Vollständigkeit halber noch eine Canvas darunter setzen und hier müssten jetzt statt A, B, C müssten Bilder drin sein und damit hat man dann aber das ganz hübsch gemacht. So. Und das zeige ich euch jetzt einfach auch noch, weil Canvas ist gleich Canvas und da geben wir das Hauptfenster wieder als Root an. Und wir setzen das mal auf Breite wieder 400 und Höhe 300 und als Farbe, als Hintergrundfarbe wieder Black. So, das ist das eine, was ich euch zeigen möchte. Jetzt möchte ich allerdings auch noch sagen, hey, so zwischen dem
B und dem C, da soll jetzt irgendwie auch ein kleiner Abstand rein. Das kann ich zum Beispiel dadurch erreichen, dass ich ein leeres Label reinsetze. Label TB und den Text setze ich auf, da mache ich mal ein Nichts, ein Leerzeichen rein und L1.pack site ist gleich left. So, ich speichere das Ganze ab und wir schauen uns an, was passiert. Ja. Doof, weil wir haben vergessen, die Canvas mit auf den Bildschirm zu packen. Gut, das kriegen wir noch hin. Und dann mache ich jetzt mal Side ist gleich Bottom. So, und jetzt sieht das doch ganz manierlich aus, ne? Also hier oben haben wir unsere Knöpfe. So, da könnt ihr jetzt noch. Das wäre jetzt auch kein großes Problem, Bilder reinpacken. Hier haben wir eine kleine Lücke drin, da sitzt ein Label drin mit gar nichts drin. Falls wir das noch ein bisschen enger haben wollen, kann man einfach die Schriftgröße verkleinern oder kann sagen, so, ich setze die Breite von dem Label und setze da gar nichts rein. Das ist auch kein großes Problem. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, da kommt gar kein Text rein. Und die Breite setze ich jetzt mal, sagen wir mal, auf 3 Bildschirmpixel. Ja, Pustekuchen, wenn kein Bild drin ist, also überhaupt kein Bild drin zu sehen ist, dann nimmt er dreimal die Buchstabenbreite. So, also ihr seht, das hat nicht geklappt. Stimmt, man muss dann ein Bild reinsetzen, damit der etwas anderes nimmt. Also sind wir doch besser mit unserem Text ist gleich Leerzeichen bedient und dann setzen wir den Font auf Arial und auf die Schriftgröße 2. Und damit müssten wir ein besseres Ergebnis haben. Ja, auch nicht so toll. Ja, sieht genauso aus wie vorher. Gut, aber mit ein bisschen Rumfrickeln kriegt man das vielleicht auch noch schöner hin. Es ist ein Trick, um sich eine Lücke in die Werkzeugleiste zu setzen. So, so kann man sich also eine Werkzeugleiste programmieren, muss sie natürlich dann mit Funktionen belegen und so weiter und so fort, dass da eben auch wirklich was passiert. Aber das Ganze macht man, indem man sich ein Frame oben an den Bildschirm setzt und dann die entsprechenden Knöpfe hineinbringt. Okay, so, ich hoffe, euch ist jetzt wieder etwas klarer geworden, ihr habt was gelernt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video wieder.